hier im schmalen Haus in der Fischergasse in Ulm. Das ist ein kleines, schmales Bed and Breakfast Hotel mit doch tatsächlich 3 Zimmern und liegt eben so in der Wohnstube der Ulmer im Fischerviertel. Das Haus ist schlapp 500 Jahre alt, das ist etwa so bei 1520 eingemittelt, hat also schon eine ganze Menge erlebt. Viel Gutes, aber ich denke auch eine ganze Menge Schlimmes. Das Haus an sich liegt doch, ich denke, einen Meter höher wie das Fischerplätzle unten. Und als 99 das große Pfingsthochwasser gewesen ist, da stand also die Donau bis hier an der Türe, aber letztendlich nur, weil man den Durchstich an der Stadtmauer damals wohl nicht geschlossen hatte, soweit ich mich erinnern kann. Das war aber vor meiner Zeit. Und hier unten ist noch so ein kleiner Keller drunter. Und da ist also, da sind Fenster dran und da ist die Blau also außen an den Fenstern lang geflossen. Und wir hatten wohl, in dem Haus war wohl ein bisschen Wasser drin, aber eher hochgedrücktes Grundwasser. Gute Frage, ist schon ziemlich lang her. Waren 56K Modem, das weiß ich noch. Hat furchtbar gepiepst, wenn man es angeschalten hat. Telefonieren ging dann gar nicht mehr. Und wie lange wird das her sein? 15 Jahre? Geschätzt. Also eingerichtet hatte ich es damals. Damals ging über T-Online, damals hieß es aber noch anders, ging das Online-Banking schon. Und alles andere verrate ich nicht. Ah, das ist nicht meine Welt. Absolut nicht. Also die eingerichtete Facebook-Seite, also das schmale Haus gefällt mir, hat mein Sohn Janik gemacht und ich weiß auch nicht, also wie gesagt, nicht damit beschäftigt und mit 53 Jahren habe ich nicht mehr so viel Restlebenszeit übrig, dass ich mich in so einer Community vergnügen könnte. Auch nicht, habe ich mal reingeschaut, aber auch da mache ich eigentlich gar nichts. Ich kann mich an meine erste Single erinnern, die ich hatte. Auch das sage ich nicht so gern. Das war irgendwas von Chris Roberts, das weiß ich noch. Ja, und meine dritte oder vierte Single ist nach wie vor bis heute mein Lieblingslied, das war American Pie von Don McLean. Ja, ein iPhone. Für meine Zwecke durchaus. Allerdings diesen Anbieter, ich bin bei Vodafone, also so richtig zufrieden bin ich mit dem jetzt eigentlich nicht. Wenn ich im Stadion in Stuttgart stehe und irgendein Zwischenergebnis durchsimsen will, dann ist es also häufig, dass er mir sagt, kein Netz. Alle drumherum simsen, nur ich nicht.